Mike Monschek. Frau Präsidentin, werte Kollegen, liebe Zuschauer, hier muss man einen dicken Schluck aus der Pulle nehmen, um das alles hier zu verstehen, was die Ideologen uns hier so beibringen. Der Bund gibt Mittel an die Länder. Das ist die Regionalisierung, die der Bund beiträgt. Schauen wir auf die kommende Ampelverkehrspolitik in Deutschland. Trifft das leider wenig und gar nicht zu. Die Politik ist ohne Strategie und besonders praxisfremd. Von dem nur digitalen Fahrschein, Herr Minister, ist man in Deutschland Gigabyte-Stunden entfernt. Hier gibt es bewährte Alternativen, den Fahrscheinautomaten für alle. Wo ist das praxisrealistische ÖPNV-Konzept zum Regionalisierungsgesetz und zur Daseinsvorsorge? Hier im Bundestag hört man seit Jahren die gleichen Phrasen, zum Beispiel für den ländlichen Raum. Wer konnte denn im ländlichen Raum das 9-Euro-Ticket und das kommende 49-Euro-Ticket auf dem Ganzen nutzen? Damit kommt kein einziger Bus in meinem Landkreis mehr und kein Zug ist mehr gefahren. Herr Kollege Lange, Sie haben es eigentlich schon fast auf den Punkt getroffen. Vielleicht überlegt sich Ihre Koalition, Ihre Partei mit uns die Koalition zu machen, dann machen wir richtige Verkehrspolitik. Jede Woche treiben diese rot-grünen Ideologen eine neue, teure, unrealistische Antriebsart durchs Land. Die FDP, gerade ihr, macht euch hier als markt- und wirtschaftsfremde Partei den allerbesten Namen, aber der Wähler wird es euch zeigen, was ihr davon habt. ÖPNV in Berlin. Sie sperren die Straße, die Friedrichstraße, 500 Meter, ohne Rücksicht auf Bürgerentscheide. Sie interessiert überhaupt nicht, was die Bürger wollen. Sie machen ihre ideologische Politik. Und das für Radfahrer ohne Regeln, ohne StVO. Wenn Deutschland auf eine Stadt blicken sollte und sehen, wie es nie funktioniert, dann schauen Sie auf diese grüne Verkehrspolitik in Berlin. Herr Minister Wissing, Ihre Kollegin will keine Autobahn, keine Fernstraßen mehr. Alles auf die überlastete Schiene schon bringen. Eine gute Verkehrspolitik heißt auch und vor allem dringend Dienstleistung, Service und sichere Daseinsvorsorge. Die Bahn verballert jetzt Millionen an den Bahnhöfen in neue Monitore, damit der Pendler auch in Chemnitz sehen kann, wie gut und wie spät die Bahn kommt. Am besten noch deutlicher. Völlig sinnlos. Besser und pünktliche Bahn und Busse mit abgestimmten und funktionierenden Linienabstimmung, das wäre Verkehrspolitik, wie wir sie verstehen. Aber die Bundesregierung philosophiert im neuen Regionalisierungsgesetz und das in weitere Steuerungsverschwendung in Milliardenhöhen. Wir reden ja nicht mehr von Millionen, wir reden hier von Milliarden. Zusammenfassend, wenig Besserung in Sicht, aber der Rechnungshof bemängelt das ja schon seit Jahrzehnten. Die grün-rote sozialistische praxisfremde Ideologie dominiert immer mehr das Konzeptlose diese Verkehrspolitik. Und das von ÖPNV. Der Pendler, der Tourist, der ländliche Raum als Kunde bleiben hier komplett auf der Strecke. Danke an die FDP, danke für gar nichts an die Ampel. Hausaufgaben machen und Praxisleute mit reinziehen, dann wird es vielleicht was. Nächste Rednerin.